10 Minuten ausgestellt wird. Also, ihr habt da sehr heftig über das diskutiert. Was sind eure Diskussionen gewesen in der Szene, wo es da nachher zu dem Unterbruch kommt? Es ist einfach, erstens reagiere ich sehr fest, dass er einen Schecks gegen den Kopf macht, weil Jürgen Sprunger ist ja ein Spieler mit der Vergangenheit, mit brutal vielen Hirnerschütterungen. Und was macht er? Er stößt ihm voll mit dem Schulter in den Kopf, er zielt auf den Kopf. Und das kann ich nicht verstehen, dass Julian Sprunger macht und dass er nur eine 2-Minuten-Strafe bekommt, ist für mich eine